Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern erneut Verluste erlitten. Diesmal fiel das Minus auch größer aus als am Montag. Der Absturz kam am Nachmittag kurz vor US-Handelsstart. Am Ende lag der DAX dann bei 11.851 Punkten. Das ist ein Minus von 0,9% rund, beziehungsweise 113 Zählern. Blicken wir direkt mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe an dieser Stelle. Guten Morgen. Viola, wie wird der DAX heute erwartet? Was sind seine Vorgaben? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ich mache es erstmal ein bisschen spannend und sage erstmal, was hat dazu geführt, dass wir jetzt doch wieder ein ganzes Stück von der 12.000-Punkte-Marke weg sind. Die Wachstumssorgen, die sind zurück. Der IWF hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt. Das hat uns gestern schon auf die Stimmung geschlagen. Aber auch Donald Trump poltert wieder. Diesmal mal nicht in Richtung China, sondern in Richtung Europa. Also sprich auf EU-Produkte. Da könnte er jetzt sich auch noch mal Zölle vorstellen. Ärgernisauslöser waren Beihilfen für Airbus. Das hat ihm nicht gefallen. Und dementsprechend wird jetzt hier eben wieder der Ton etwas rauer. Und das war ja eigentlich, hatten wir zuletzt beim Thema diverse Handelskonflikte ja schon wieder so ein bisschen grünes Licht gesehen. Aber das galt eben eher in Richtung China, wobei auch da noch nichts in trockenen Tüchern ist. Aber diese Gemengelage hat uns gestern eben dann doch eher so ein bisschen in die Mangel genommen. Die gute Nachricht ist, es sieht heute für den Start zumindest nach einer klitzekleinen Stabilisierung aus für den DAX. Obwohl, muss man sagen, auch die asiatischen Börsen heute Morgen nicht so richtig gut aufgelegt waren. Rote Vorzeichen bei Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite, allerdings jetzt auch nicht tiefrote Vorzeichen. Also man muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen abwarten, was zum Beispiel eben auch bei diesem Zollkonflikt rauskommt. Das Thema Brexit ist auch noch mehr als offen. Und dann gibt es auch noch eine neue EZB-Sitzung mit neuen Aussagen, Zinsentscheid etc. Also es wird uns heute auf jeden Fall nicht langweilig für den Start, aber wie gesagt, könnte ein bisschen Stabilisierung drin sein. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag kommen wir zur Marktidee an dieser Stelle. Das ist heute der S&P 500. Im vergangenen September, da hatte der S&P 500 ein Allzeithoch markiert. Danach setzte eine dynamische Abwärtskorrektur ein, die bis in den Dezember anhielt und anschließend folgte eine V-förmige Erholungsrallye. Aktuell sollten sich Anleger auf eine Verschnaufpause einstellen. Aus charttechnischer Sicht steht zunächst eine bestimmte Unterstützungszone im Fokus. Welche das ist, das entnehmen Sie einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu einfach auf www.ideas-daily.de. Ja, und morgen sehen wir uns wieder mit Ideas Daily TV zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut.